Ja, hi, ich bin der Gauss und wir schauen die Kultursafari. Yo, 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 liebe Leute, Ali Safari hier am Start auf dem Kultursafari-Sofa. Bin ich nicht alleine, heute am Start. Peanut von Frontyard International. Yo. Yo, Mann, ich freue mich, dass du da bist. Ja, schön hier zu sein auf dem Kultursofa. Ja. Legendären. Ja. Wir kennen uns schon so ein paar Jährchen jetzt mittlerweile. Ja, ja. Wir wurden, glaube ich, connected durch Jaco Dredd von der Navigation System Band, genau, der mich mitgenommen hat zu dir nach Hannover in die Radiosendung Wakwa. Mhm. Ja, genau. Die hast du, ja, die hast du aber einige Jahre gemacht, ne? Ja, wir haben 10 Jahre Radio gemacht. Also ja. 10 Jahre auf Radio Leineherz, Wakwa, Reggae und Dancehall, genau. Wow, krass. Das ist eine lange Zeit, da hast du viel erlebt, glaube ich, ne? Ja, es war spannend und war eine schöne Zeit auch. Genau. Ja. Es war dann irgendwann, also ich muss sagen, nach 10 Jahren war so ein bisschen auch die Luft raus, aber wir hätten weitergemacht, wahrscheinlich, wenn der Radiosender nicht, ja, der wurde halt aufgelöst, also den gab es dann nicht mehr. Ja, stimmt, ich erinnere mich. Das heißt, deswegen, weil es in Hannover kein Bürgerradio mehr gibt, es war ein Bürgerradio, aber irgendein. Das heißt, jeder konnte irgendwie in seinem normalen Radio mittags oder wenn wir abends gelaufen sind auf dem Weg von der Arbeit nach Hause, hat er im Radio, im Auto Wagwan, das Reggae gehört. Ja, voll cool. Und das war nice. Und Das war cool, weil es eben auch lokal auf Hannover oder die Region und viel auch auf Deutschland bezogen war, so was wir gemacht haben. Ja. Genau, aber dann wurde der Sender eben eingestellt und es gab keinen neuen Sender, der nachkam und nur auf Internetradio hatten wir ja irgendwie nicht so die Lust und dann war auch irgendwie Luft raus und ja, seitdem gibt es das eben nicht mehr. Das war schon 2019 tatsächlich, also von 2009 bis 2019 haben wir... Wow, das ist ja echt schon wieder ein paar Jahre her. Ich habe mir neulich mal dieses Video angeguckt, diesen 10-Jahres-Rückblick bei YouTube. Ja. Das war ja echt irre, was ihr da alles so an Besuchern hattet. Ja. Aber eigentlich hat mir das Gespräch den Gesprächsaufbau anders vorgestellt. Okay. Wir fangen jetzt nochmal ganz anders an. Cut. Frontyard International ist ein Soundsystem aus Hannover. Ja. Und das besteht aus dir? Zoe, genau. Also Zoe McTaggart ist Künstlerin und ist auch Gründungsmitglied sozusagen und hat das auch so ein bisschen mit mir ins Leben gerufen. Und ich, Peanut, ja. Tom. Und wann habt ihr euch sozusagen zusammengeschlossen unter diesem Namen? Wir haben, genau, also wir haben schon vorher ein bisschen Musik gemacht und vereinzelt mit anderen Leuten was zusammen gemacht und seit 2000, also ich habe schon vorher auch mal hier und da Musik aufgelegt, so als DJ, aber irgendwie nie so ganz Reggae-lastig oder nicht so rein Reggae-mäßig und dann haben wir 2005, 2006 mit anderen Freunden was zusammen gemacht. Mhm. Und 2007 muss es ungefähr gewesen sein, haben wir dann gesagt, okay, wir machen unser eigenes Ding zu zweit quasi dann und haben dann Frontyard International als Soundsystem sozusagen gegründet und 2 Jahre später dann mit Radio. Mit einer großen Plattensammlung auch? Also noch mit den... Ja, ich habe früher, wir haben mit Vinyl aufgelegt, mit Singles, ich habe noch unendlich viele Koffer mit Singles zu Hause, ich habe richtig Platten geschleppt irgendwie. Ja. Das war so die Anfangszeit noch. Und dann hörte das ja langsam auf und relativ schnell kam dann der Laptop irgendwie. Ja, aber diese Plattenschlepperei, die habe ich auch noch miterlebt. Ja. Wir hatten ja auch so ein Soundsystem. Und wenn man den DJ dann abgeholt hat oder vom DJ abgeholt wurde damals sogar noch, der war der Fahrer, dann hatte man meistens dann lange Arme. Und der kam meistens zu spät, weil er irgendwie den ganzen Kram zu Hause erst noch abbauen musste und so weiter, weiß ich auch noch. Ihr wart in Bielefeld dann? Genau, Lions United Sound System mit Düsseldorfer, also ich habe in Düsseldorf studiert und da eine Reggae-Sängerin kennengelernt, Grüße an Shiva. Und witzigerweise haben wir dann im Zack auf einer Veranstaltung eine Düsseldorferin, die in Bielefeld
dann studiert hat zu dem Zeitpunkt, kennengelernt. Und die hatte die Platten zu Hause und war schon am Juggeln. Ja. Und bei gegenseitigen Besuchen wurde das dann irgendwie so zu, wir machen mal einen Besuch bei einer Veranstaltung in Bielefeld. Und da waren die Selector gleich so, jo, mach doch beim nächsten Mal mit. Und dann haben wir uns einen Namen ausgedacht und waren dabei. So. Ja, aber es war ja auch noch sehr am Anfang, so, als Deutschland noch nicht so viel war. Ne? Ja, wir waren auf jeden Fall in Bielefeld noch nicht so, das war so um die 2000. Ja. So. Genau. Wir hatten halt eine Hip-Hop-Kombo und dann haben wir das so gemischt mit unserem Hip-Hop-DJ, der dann seine ganzen geilen Platten gespielt hat und dann diese irre Selector Danger, die echt mega krasse Zeit in ihr Set meistens investiert hatte, die konnte, also auch die Mix Dinger von damals waren, sind immer noch großartig. Ja, cool. Ja, aber darum gibt's ja gar nichts. Frontyard International, Shit, ach, in der Haus. Ja, Mann, der interviewt mich jetzt schon wieder, merkt man gleich. Jo, also, dann habt ihr also zu zweit weitergemacht und Partys und dann kam das Radio dazu. Genau, wir haben dann geguckt, irgendwie, weil Hannover zu der Zeit auch relativ viele Sounds schon am Start waren und auch mal mehr dazu kamen, junge Leute, dann ging es ja über das Internet auch schnell, man konnte Platten bestellen und so. Ich bin ja früher noch losgefahren nach Hamburg, Bremen, was weiß ich wohin, um irgendwo Platten zu kaufen und zu finden. Ja, klar. Das ging dann ja irgendwann einfacher und dann kamen die Leute und dann wurde das relativ viel. Ja, wir haben uns aber auch mit denen gut verstanden. Es war eigentlich eine coole Szene, nette Leute in Hannover auch so, die das gemacht haben. Aber wir haben dann auch schnell gemerkt, okay, wir brauchen mal was oder wollen wir irgendwas anderes machen. Und dann gab es diesen neuen Radiosender, der gerade an den Start ging. Ja. Vorher gab es schon einen in Hannover, Radio Flora, da habe ich auch mal reingeguckt, aber die hatten ihre Reggae-Sendung und ihre Leute, Woodsman Chris, da habe ich früher sozusagen mal über die Schultern geguckt und schon ein paar Leute auch kennengelernt und so. Und dann wurde das eben abgelöst von Radio Leineherz und die haben dann gesagt, wir bauen das Ganze neu auf und dann haben wir uns da gemeldet, also eigentlich war das auch Suis Initiative so ein bisschen, die gesagt hat, hey, ich sag da jetzt mal Bescheid, wir wollen Reggae machen und dann haben die das gleich dankend angenommen und dann waren wir von Anfang an bei dem Sender mit dabei, also der Sender war ganz neu und wir waren neu und dann haben wir irgendwie 10 Jahre frischen lang, Wind mit Reggae reingebracht Reggae oder eure genau. Euch da praktisch euer eigenes Publikum auch geschaffen sozusagen. Genau, wir hatten Stammhörer, die immer wieder irgendwie reingehört haben oder so. Wenn wir hatten manchmal nachher habe ich natürlich irgendwie versucht mit Labels zu arbeiten und habe dann irgendwie auch, wir hatten manchmal CDs zu verlosen und solche Geschichten. Ja, und dann haben natürlich immer die gleichen Leute eingebaut. So, okay, also nicht immer die gleichen, es gab auch die wussten andere, genau, aber, was aber läuft. Es gab dann welche, die dann immer dabei waren und dann, du schon wieder, du hast schon wieder gewonnen, ja super. Also, okay, dann wird es irgendwann. Genau, es gab dann so einen festen Kern. Aber es war eben das Interessante war, dass auch einfach mal Leute, die mich dann auf der Arbeit oder sonst wo erkannten, also hey, du musst doch reden, ich habe das gestern im Radio gehört. Weil die einfach dann eben zu Hause, keine Ahnung, in der Küche oder im Autoradio das Radio andrehen und dann auf einmal meine Stimme gehört haben. Ja. Und ich war, cool. Und die wären nie drauf gekommen. Und das war halt so das, was ich cool fand. Ne? Ja. Und so, wir haben auch die Sendung so aufgebaut. Also es war auch nie so, dass wir dann gejuggelt haben und so hier Soundsystem-Style, sondern wir haben gesagt, okay, wir machen hier eine Radiosendung, das ist für normale Hörer. Das heißt, wir haben das anmoderiert, den Song, haben wir meistens bis zu Ende laufen lassen, nicht immer, manchmal haben wir ein bisschen auch was Nettes gemacht, aber haben den Song zu Ende laufen lassen und haben den abmoderiert und gesagt, das war der und der und so und den könnt ihr jetzt da im Konzert sehen oder so, sehr viel lokalen Bezug auch. Ja. Ne? Also, und dann haben wir auch mal Leute eingeladen, also du warst da und das wollte mit ich Manda Bala und Jaco Dre. Ja. Genau. Gutes Gedächtnis. Also, wollte ich nämlich gerade fragen, habt ihr das denn geschafft, wirklich für jede Sendung auch einen Gast zu generieren? Oder? Nee, für jede nicht, aber das wurde nachher, das war auch so ein bisschen Selbstlauf. Also, Leute kamen zu uns und wir haben immer versucht, wenn jemand in der Zeit ein Konzert in Hannover oder so gegeben hat, dass wir entweder zum Konzert gegangen sind und da die Interviews gemacht haben oder sie möglichst noch besser irgendwie ins Studio geholt haben. Also da war zum Beispiel nachmittags Uwe Bandhorn war mal da, der ist dann nachmittags gekommen. Ja. Mono und Nikita Mann waren da, die sind dann irgendwie vor dem Konzert in den Sender gekommen und haben da das Interview gemacht. Ja. Rebellion war da, keine Ahnung, es waren viele, viele Leute, so auch dann später aus Jamaika, Razor B oder Teflon oder so, es waren halt irgendwie dann auch richtig, richtig Leute da, die halt auf Tour waren und dann hatte ich schon Kontakte und dann hat er mich angerufen und gesagt, hey, ich bin hier unterwegs und wir spielen in Hannover, hast du Zeit für ein Interview oder so. Ja. Ja, voll die Reggae-Ambassadors sozusagen. So, ein bisschen auf einem kleinen Level, ja. Also aber so die, für Hannover, ja. Für uns zum Künstler zum Beispiel ist sowas ja ein unglaubliches Forum, was wir dann auch haben. Ne? Also wenn die Leute dann im Radio auch mal
Songs hören, die jetzt eben nicht durch Labels irgendwo in die Charts gepusht werden. Ja, genau. Dann hat man so eben ja, so Underground-Geschichten, wie auch das Kultursafari-Sofa, wo eben genau. Mal andere Sachen ja, auslaufen. Ja, deswegen finde ich das total cool. Ja, freut mich. Weißt, dass du sowas jetzt machst und dann ja. Sagst, okay, wir müssen da eben auch vernetzen, Leute, ja, den Menschen was zeigen, was eben auch lokal da ist. Also ja. Das war mir immer wichtig, nicht nur, also klar, fand ich es toll, Jamaikaner zu interviewen oder auch Jamaikaner, also wir haben auch immer aktuelle Songs gespielt, das war auch immer so ein Ding, ich will auch was zeigen, was läuft da gerade auf Jamaika eigentlich, was ja. Ist gerade aktuell, aber auch immer sehr stark den Fokus auf deutsche Geschichten und auf deutsche Leute, die eben in der, ja auch aus der Region sind, so ja. Und die Hannoveraner irgendwie, ne, heute Abend Single Gold ist da, der war auch öfter bei mir in der Sendung, Peace Development Crew oder so, die lokale Hannover-Szene, die waren dann auch mehr oder weniger regelmäßig mal da. Ne? Ja. Wenn dann besondere Sachen da waren, habe ich gesagt, komm vorbei, mach Werbung. Und das war ganz cool, weil wir unsere eigenen Veranstaltungen oder deren Konzerte und so weiter auch immer ein bisschen bewerben konnten. Und das mich so ein bisschen befruchtet hat. Und du hast dann auch irgendwie voll die Übersicht über die Szene gewonnen, ne? Ja, so kann man so sagen. Ja. Gerade über die deutsche Szene. Ja, 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 und genau. Das knüpft ja ganz gut an, auch an der Geschichte, die wir auch zusammen schon oft, oder du hast mich praktisch eingeladen, ja. Bei euch bei dem Mixtape auch so ein bisschen ja, mit zu hosten ja, sozusagen. Ja. Wie hieß die Folge ja. Nochmal? Ich habe es gerade nicht auf dem Schirm. Also ich habe so eine kleine Serie, so eine Reihe gemacht, das hieß Global Vibes. Ja, genau. Also Global Vibes. Ursprünglich hieß es mal Global Vibes Made in Germany. Ja. Das heißt, das Konzept war so ein bisschen so, oder ist so, dass ich gucke, dass es möglichst lokale deutsche Leute oder Produktionen sind. Das heißt, es kann ruhig ein jamaikanischer Artist vielleicht sein, aber wenn der Rhythm von einem deutschen Produzenten gemacht wurde, ja. Dann habe ich das auch mit aufgenommen. Ja. So. Also, und habe dann so versucht, ein bisschen diesen internationalen Touch auch zu zeigen. Und zu sagen, ja. Wie vielfältig ist diese Reggae-Szene eigentlich, oder Dancehall-Szene auch. Also es ging immer von Dancehall über Reggae und hatte alle, die so irgendwie aus diesem Umkreis, also alles versucht, oder habe ich versucht, alles so ein bisschen zu zeigen, was gibt es eigentlich gerade in Deutschland Ich war jetzt als Artist rückblickend mit deinem Tape echt nochmal richtig langfristig auch beschäftigt, ja. Um zu begreifen, wo die Leute überall so in Deutschland sitzen, wer da was so macht. Und witzigerweise hast du mich ja vor 2 Jahren auf ein Konzert eingeladen ja, auch. Ja, und da habe ich den Singing Gold kennengelernt. Wo ich irgendwie dachte, der sitzt irgendwo auf dem Thron und dann kriegt irgendwie mit Palmenwedel irgendwie den Tee gebracht. Und der war echt so cool und herzlich auch. Also Grüße an Singing Gold. Wir sind nämlich heute zusammengekommen, auch um noch auf ein Konzert in Bielefeld zu gehen, vom Reggae Roundtable mit Uwe Banton, Yamik und Wallaby und ja, Singing Gold aus Hannover ist auch am Start. Vielleicht fangen wir auch noch ein paar Bilder später ein und ich schneide das noch mit rein, mal schauen, was passiert. Ja, vielleicht. Jo, ja. Und diese Global Vibes hast du jetzt praktisch nochmal ausgeweitet in was ganz Aktuelles. Also ich habe immer mal ein bisschen was verändert. Also ich habe jetzt versucht, so jedes Jahr, ich mache jetzt nicht so viel Sachen mehr inzwischen, das hat sich alles ein bisschen reduziert, durch Arbeit und solche Geschichten. Zoe macht viel mehr in ihrer Kunst, die macht bildende Kunst, ist als Künstlerin unterwegs, macht Ausstellungen und so, das heißt, die hat gar nicht mehr die Zeit dafür so richtig und ja, wie das so ist, ne? Wird das weniger. Und dann habe ich aber ab und zu den Bock gehabt und gesagt, ich will nochmal ein Mixtape machen und so. Und irgendwie was rausbringen und nochmal zeigen, was geht hier eigentlich. Und jetzt habe ich, also die letzten, ich habe nochmal versucht, diese Global Vibes Serie ein bisschen weiterzumachen. Das ging auch bis letztes Jahr, glaube ich. Dann habe ich zwischendurch nochmal so ein Best-of sozusagen gemacht aus unserem 15 Jahren Soundsystem, so ein bisschen was zusammengeschnitten. Und jetzt habe ich eine ganz aktuelle, ein ganz aktuelles Mixtape, das nennt sich Praise to Jah und ist eigentlich eher so ein Rasta-Ding. Also ich wollte einfach mal zeigen, was ist eigentlich aktuell an Rasta-Musik auf dem Markt. Das ist sicherlich nicht umfassend, da gibt es noch viel mehr, vor allem in dieser Sound-System-Szene, ne, wo dann irgendwie nochmal andere Leute unterwegs sind. Das ist jetzt nicht umfassend, aber da sind so ein paar eben sehr aktuelle Artists drauf und auch eher Fokus auf Jamaika tatsächlich. Mhm. Sind ein paar deutsche oder ein paar deutsche Produktionen oder so dabei, City Walks oder so, aber das ist schon eher der Fokus zu sagen, okay, was ist eigentlich Rasta-Musik in 2024? So, ja, cool. Also das der Aufhänger ein bisschen für mich. Und das ist ganz aktuell, gerade auf Soundcloud, checkt das irgendwie, Frontyard International auf Soundcloud oder Peanut, ich habe zwei Soundcloud-Accounts sozusagen, genau, checkt das und hört da rein. Das
ist auf jeden Fall nice. Also ja, und die Global Vibes gibt es da auch zu hören. Bei YouTube ist, glaube ich, auch ein bisschen dokumentiert, was ihr eben gemacht habt. Ganz so. Bisschen gibt es auf YouTube. Ich habe da so nochmal angefangen. Ich wollte da mal viel mehr machen, aber ja, also deswegen bin ich total begeistert, dass du das hier machst und durchziehst mit YouTube. Genau, ich habe dann mal eben, als es mit dem Radio zu Ende war, habe ich mal so 10 Jahre Rückblick irgendwie da zusammengeschnitten, was wir alles so gemacht haben. Der lohnt sich. Ja, das ist ganz cool. Ist auch nur 10 Minuten, kann man sich echt mal reinziehen und sind halt viele Fotos und auch kleine Ausschnitte irgendwie, habe ich ja eben schon gesagt, Uwe Wanton ist irgendwie mit dabei. Ja, auch so ein Platten. Ein paar Leute, auch Artists, fällt mir gerade ein, McCakem, wer den kennt, der ist inzwischen gestorben tatsächlich, leider ein junger Artist, das war sehr, sehr schade, der war bei uns im Studio und den habe ich mit da drauf. Also gibt's, ja, also tolle, viele Freunde auch, viele Leute, die ich im Laufe der Jahre immer wieder getroffen habe, so wie dich. Ne? Man sieht sich halt dann doch mal bei einem Reggae Jam oder irgendwo bei irgendwelchen Sachen und es ist schon ein Family-Ting. Ja, das ist ein gutes Schlusswort. Ich danke dir, dass du uns ein bisschen was erzählt hast und ihr da draußen... Reggae Vibes habt ihr jetzt so ein bisschen mitgekriegt. Ich freue mich, wenn ihr dran bleibt und zieht euch einfach mal so ein bisschen rein, was der Peanut gemixt hat. Jo, neulich war ich euer Gast. Heute könnt ihr euch mal chillen. Custom da wird jetzt verpasst. Hab die Gage nicht verpasst, die ihr mir gegeben habt. Für Respekt und gute Vibes geh ich gerne an den Start. Frontyard International rockt das Game schon ganz schön lang. Zwei zusammen, Topf und Deckel in Einheit wie Ying und Yang. Kein Gehate, kein Gepose, Hannover, dein Schatz der Stadt. Reggae-Botschafter im Radio, ich sag Baby, was geht da? Frontyard International, Wagwan schallt durch die Nacht. Heute leuchten alle Sterne nur für euch in voller Kraft. Dreht mit uns zusammen am Regler, schalt die Liebe weiter aus. Frontyard International, heute rocken wir das Haus. Frontyard International, Wagwan schallt durch die Nacht. Heute leuchten alle Sterne nur für euch in voller Pracht. Dreht mit uns zusammen am Regler, schalt die Liebe weiter aus. Frontyard International, heute rocken wir das Haus. Frontyard International, eine Liebe, eine Kraft. Legt sie auf die geilen Scheiben und ich höre sie Tag und Nacht.